Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Ein Spiel für den DS und ich muss zu sagen, ich zocke gerade Phoenix Wright Trials and Tribulations und ich liebe die Phoenix Wright Serie, die Reihe. Ich persönlich bin großer Fan davon, einfach weil ich selber Crime-Fan bin. Ich habe selber vor, Jura zu studieren, wenn ich endlich einen Platz kriege. Und ich will dieses Spiel unbedingt zeigen, weil es nämlich einfach so flasht und einfach die Charaktere einfach geil sind. Ganz kurz bevor es losgeht, das Ganze ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt und ich habe einiges an Let's Play-Formaten gesehen, weil es ein Nintendo DS-Spiel ist. Man hätte es untereinander machen können, also dass die Bildschirme untereinander sind, das habe ich gesehen und ich habe auch gesehen, dass man einfach nur den linken Bildschirm, den ihr gerade seht, den oberen Bildschirm einfach nur sieht. Mir hat ganz ehrlich gesagt beides nicht gefallen. Hätte man die Bildschirme untereinander gesehen, wäre das Bild normal viel zu klein gewesen und die Seitenränder wären viel zu riesig gewesen und nur den linken Bildschirm, da hättet ihr den ganzen rechten Optionsbildschirm hier, den ganzen rechten Bildschirm nicht gesehen, wo man den ganzen Kram anklickt und so. Deshalb, ich persönlich habe es jetzt so eingestellt gekriegt, ich habe es geschafft, beide Bildschirme direkt nebeneinander anzeigen zu lassen und so möchte ich auch Phoenix Wright spielen, euch zeigen und ich würde sagen, ich laber nicht mehr lange, sondern wir legen einfach los. Ich freue mich und herzlich willkommen zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Neues Spiel. Und los geht's mit dem ersten Spiel, der ersten Episode, der erste Wandel. Los geht's. Ich. Niemand darf mich erwischen. Nicht auf diese Weise. Ich muss jemanden finden, dem ich das anhängen kann. Jemand wie ihn. Es wird so aussehen, als hätte er es getan. August, 9.47 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Mann, bin ich nervös. Right! Wow, sexy bitch. Oh, hallo Chefin. Mann, zum Glück bin ich pünktlich. Nun ist es also soweit. Ihre erste Verhandlung. Seit der Testverhandlung an der Highschool war ich nicht mehr so nervös. Na, dann wird's aber Zeit, dass sie wieder in Schwung kommen. Ja klar, ich schätze, sie haben recht. Wissen Sie, Chefin, es tut mir leid, dass Sie heute den ganzen Tag wegen mir gekommen sind. Den ganzen Weg. Wo denken Sie hin, Phoenix? Ihre Premiere möchte ich mir doch nicht entgehen lassen. Ah, Mia Fey. Ich liebe sie einfach nur. Nicht wegen den Titel, Leute, aber auch. Trotzdem fühle ich mich geehrt. Nicht jeder traut sich, einen Mordprozess so früh anzunehmen. Das sagt viel über sie aus. Und über ihre Mandanten. Danke. Eigentlich schulde ich ihnen einen Gefallen. Einen Gefallen? Heißt das, sie hat den Angeklagten schon vor dem Prozess gekannt? Ja. Ehrlich gesagt, verdanke ich ihm gewisserweise meinen Beruf. Er ist einer der Gründe, weshalb ich Anwalt geworden bin. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich möchte ihm da raushelfen, so gut ich kann. Ich will ihm wirklich helfen. Ich verdanke ihm so viel. Es ist aus! Mein Leben, alles! Alles ist aus! The fuck? Ist das Ihr Mandant, der da drüben so rumschreit? Ja, das ist er. Tod, Verzweiflung! Oh, ich werde sterben! Es klingt, als wolle er sterben. ja. Larry Putz. Ich liebe. Oh, die Charaktere sind so klasse. Sorry. Okay, genug Fangasm. Entschuldigung. Nick! Hey, Larry! Oh Mann, ich bin an allem schuld. Sag ihnen, dass ich schuldig bin. Gib mir Todesstrafe. Ich habe keine Angst zu sterben. Was? Was ist denn los, Larry? Oh, das sah alles aus. Ich bin erledigt. Erledigt! Ich kann nicht ohne sie leben. Ich kann es nicht. Wer hat sie mir weggenommen, Nick? Wer hat das getan? Komm schon, Nick, sag es mir. Wer hat mir den Kleinen weggenommen? Gemeint ist im Übrigen ganz kurz diese Dame hier. Nur, dass ihr wisst, wer gemeint ist.
Das ist übrigens die Gerichtsakte. Also normalerweise kann man die Dialoge weiterklicken. Das ist die Gerichtsakte. Hier werden die Beweise gesammelt. Das nur so nebenbei, wird aber gleich nochmal erklärt. Und hier sind die Profile. Das nur nebenbei. So, weiter geht's. Komm schon, ich sag es mir. Wer hat denn die Kleine mitgenommen? Wer für den Tod deiner Freundin verantwortlich ist? In der Zeitung steht, dass du es warst. Larry Butz. Ich heiße Phoenix Wright. Ich bin erst seit 3 Monaten Anwalt. Das hier ist mein erster Prozess. Hier sind die Fakten. Mein erster Fall ist ziemlich einfach. Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung ermordet. Die haben den unglückseligen Trottel... Entschuldigung. Die haben den unglückseligen Trottel, mit dem sie ausging, festgenommen. Larry Butz. Der ist seit der Grundschule mein bester Freund. An der Schule haben alle gesagt, ist's was faul, war's der Butz. Und in den 23 Jahren, die ich ihn kenne, hat das doch immer gestimmt. Er hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Eines kann ich jedoch sagen. Er kann meistens nichts dafür. Er ist einfach ein Pechvogel. Aber ich weiß, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Ich schulde ihm etwas. Ich habe den Fall angenommen, um seinen Namen reinzuwaschen. Und genau das werde ich tun. Und genau die Nase putzen werde ich es auch tun. So, Phoenix Wright ist... Ja, egal. Ich erkläre, as we go. Das ist der Richter. Das Gericht befasst sich mit dem Verfahren gegen Larry Butz. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Die, Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Oder so. Herr Wright. Dies ist Ihre erste Verhandlung, nicht wahr? Ja, euer Ehren. Ich, bin etwas nervös. Das Schicksal Ihres Mandanten hängt allein von Ihrer Verhandlungsführung ab. Mord ist eine ernste Sache. Ich hoffe für Ihren Mandanten, dass Sie die Nerven behalten. Danke. Danke, euer Ehren. Scheiße. Oh, fuck. Oh mein Gott, ich werde sterben. Wieso schmecken diese Kekse von Subway so geil? Ah. Das ist echt lecker. Aber ich hatte weniger Knusper bei der Verhandlung. Herr Wright. Unter diesen Umständen möchte ich einen kleinen Test mit Ihnen machen, um zu sehen, ob Sie bereit sind und ich meinen Keks essen kann. Boah, der ruscht so schlecht. Ja, ja, ja. Und Schluck. Die Hände zittern. Die Sicht verschwimmt. Der Test besteht aus ein paar einfachen Fragen, während ich noch jetzt meinen Wodka trinke. Ah, sehr lecker. Beantworten Sie sie klar und deutlich. Nennen Sie bitte den Namen des Angeklagten in diesem Prozess. Das ist der Larry Butz. Der Angeklagte. Nun, das ist Larry Butz, euer Ehren. Korrekt. Versuchen Sie einfach, einen kleinen Kopf zu fahren, während ich trinke. Das wird schon. Nächste Frage. Dies ist ein Mordprozess. Können Sie mir den Namen des Opfers nennen? Boah, das weiß ich. Boah, da habe ich ich bin Anwalt in dem Fall. Das habe ich gestern noch gewusst. Zum Glück habe ich die Akte oft genug gelesen. Es ist ein Moment. Oh, oh. Fuck. Nein, das gibt's so nicht. Ich habe ihn vergessen. Ich stehe total auf dem Schlauch. Phoenix! Sind Sie wirklich sicher, dass Sie das schaffen? Sie kennen nicht mal den Namen des Opfers? Oh, take it in the ass. Oh, das Opfer, natürlich weiß ich den Namen. Ich hatte ihn nur vergessen. Für einen Moment. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Migräne. Ja, alles klar. Sehen Sie, der Name des Opfers steht in der Gerichtsakte. Oh, cool. Drücken Sie einfach auf die Taste für die Gerichtsakte, um zu überprüfen, okay? Sollten Sie öfter überprüfen. Tun Sie es für mich. Ich bitte Sie. Wie lautet Ihre Antwort? Wie heißt das Opfer in diesem Fall? Nun ja, Gerichtsakte, Profile. Das ist übrigens der gegnerische Verteidiger. Ich find's geil, dass ich es gerade so ziehen kann. Cindy Stone. Heilige Kacke. Okay. Ich liebe das Foto von Larry einfach nur. So. Egal. Zurück. Und wir wissen, dass es Cindy Stone ist. Der Name des Opfers ist Cindy Stone. Korrekt. Sagen Sie mir, was die Todesursache war. Sie starb, weil sie... erschlagen wurde, aber ich guck nochmal nach. Todesursache, Blutverlust durch Schlagwunde. Jo. Weil sie... erschlagen wurde. Sie wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Korrekt. Sie haben alle meine Fragen beantwortet. Es gibt keinen Grund, nicht fortzufahren. Sie haben sich für das Arctos Superspiel nominiert. Qualifiziert.
oder so. Sie wirken viel lockerer, Wright. Das ist gut. Danke, euer Ehren, aber ich bin nicht lockerer. So viel steht fest. Gut, dann. Zuerst eine Frage an die Anklage. Herr Payne. Nennen Sie mich Max. Ja, euer Ehren. Wie Herr Wright sagte, wurde das Opfer einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen. An mit. Können Sie dem Gericht erklären, was für ein Gegenstand das war? Bei der Mordwaffe handelt es sich um die Statue der Denker. Da könnte man auch ein Klot untersetzen und das wird The Toilet Thinker nennen, finde ich. Habe ich immer geil gefunden, die Idee. Aber hab's auch in Kunst realisiert, aber egal. Sie wurde neben dem Opfer auf dem Boden gefunden? Ich verstehe. Mann, dieser Voice Transformer ist echt scheiße. Ich verstehe, das Gericht nimmt sie als Beweisstück auf. Statue zu Gericht hat hinzugefügt. Right. Achten Sie auf alle Beweise, die während des Prozesses hinzukommen. Diese Beweise sind Ihre einzige Waffe im Gerichtssaal. Drücken Sie die Gerichtsakt-Taste, um die Gerichtsakte zu überprüfen. Nein, erzähl! Jetzt kommen wir mit so heißen Tipps wie: Drücke weiter, um im Gespräch weiterzukommen. Herr Payne, der Anklage darf Ihren ersten Zeugen aufrufen. Der Angeklagten, Herr Putz in den Zeigenstand. Chefin, was soll ich jetzt machen? Passen Sie gut auf, Ihnen darf nichts entgehen, was Ihrem Mandanten helfen könnte. Sie haben die Möglichkeit, später auf die Anklage zu reagieren. Seien Sie bereit. Hoffentlich sagt er nichts Unglückliches. Oh je, Larry wird leicht nervös. Das könnte böse enden. Aaron! Herr Putz, stimmt es, dass Sie das Opfer... dass das Opfer sich erst vor kurzem von Ihnen getrennt hat? Hey, passen Sie auf, Freundchen! Wir waren ein tolles Paar, wie Romeo und Julia, wie Cleopatra und Marcus Antonius. Autsch. Sind die nicht alle schon tot? Sie hat sich nicht von mir getrennt, sie wollte mich einfach nicht sehen und hören. Was geht sie das überhaupt an? Blöder Brillen-Heini. Stromberg im Gerichtssaal. Herr Putz, was Sie da beschreiben, nennt man für gewöhnlich trennen. Sie hatten vollkommen abgeschrieben. Sie hatte sie vollkommen abgeschrieben und sich mit anderen Männern getroffen. Sie war am Tag vor dem Mord mit einem von ihnen gerade aus dem Ausland zurückgekommen. Was soll das heißen mit einem von ihnen? Lügen! Alle siehst du als Lügen! Ich glaube ihnen kein Wort! Euer Ehren, der passt auf was. Demnach war sie am Tag vor ihrem Tod in Paris. Yeah. Sie scheint wirklich einen Tag vor dem Mord zurückgekommen zu sein. Hey Mann, das kann doch nicht sein! Das Opfer war ein Model, hat aber kaum was verdient. Also hat sie eine ganze Schar von Sugar Daddies? Daddies? Sugar? Ja, ältere Männer, die ihr das Geld und die Geschenke gegeben haben. Mit dem Geld finanzierte sie ihren Lebensstil. Mann! Es ist offensichtlich, was für ein Mensch Frostung gewesen ist. Na Herr Butz, wie denken Sie jetzt über sie? Right! Ich glaube nicht, dass Sie wollen, dass er auf diese Frage antwortet. Oh ja, klar. Larrys Klapper hat ihn schon immer in Schwierigkeiten gebracht. Soll ich nicht antworten lassen? Mein Mandant wusste nicht, dass das Opfer sich mit anderen Männern getroffen hat. Diese Frage hat mit dem Fall nichts zu tun. Oh Mann! Mann, Nick, was soll das heißen? Irrelevant! Was für ein irrer Elefant! Diese Kuh hat mich beschissen! Das überlebe ich nicht. Ich fall gleich tot um. Genau, wenn ich sie im älteren Leben treffe, dann gehe ich der Sache auf den Grund. Lassen Sie uns mit der Verhandlung fortfahren. In Ordnung? Ich halte das Motiv des Angeklagten für eindeutig. Ja, ziemlich. Manchmal schon leckere Kekse. Oh Mann, wieso fressen die hier alle? Das sieht gar nicht gut aus. Nächste Frage. Sie ging am Tag des Mordes zur Wohnung des Opfers, nicht wahr? Nun, ja oder nein? Ja, vielleicht doch nicht. Oh je, da, er war da. Scheiße, was jetzt?